Hallo, hier ist Ian und willkommen zurück zu Let's Play Uncharted. In Kapitel 10, wo wir gemeinsam mit Elena wieder sind und Moment, bevor wir weiterspielen, hier vorne liegt ein Schätzchen, was ich beim letzten Mal nicht geholt habe. Juwelenbesetzte Goldbrosche. Sieht interessant aus. Sind das Saphire? Ich weiß es nicht. Ah, Moment, wir können die Dinger drehen? Das habe ich ja noch nie gewusst. Haha, coole Sache. Okay, alles klar. Kompetenter Schatzsucher. Preiswert und kompetent. Nein, Moment, das war was anderes. Jedenfalls, davon liegen noch ein paar Waffen, die ich wahrscheinlich noch mitnehmen sollte. Ja, komm, wir haben... Okay, können wir nicht. Gut, das passt, das passt. Dann schauen wir mal, was hier vorne noch so auf uns wartet. Bisschen was an Gegner. Kommst du hier runter? Ja, das ist nicht Resident Evil 4. Wir müssen die Gute nicht auffangen. Oh, das war so nervig mit Ashley. Das war richtig i. Und Zeit für eine Cutscene. Wow. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Natürlich hat sie noch die Kamera dabei, ja? Wo auch immer sie die versteckt hat. Wie er seine coole Gürtelschnalle mal zeigen muss, ja. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Das klingt aber ziemlich geil. Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Nicht schlecht. Bloß ein Grabräuber, was? Da steht Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. 20 Arrobas? Wie viel ist ein Arroba? Wow. Sieh mal an. Das sieht aber interessant aus. Sieht unheimlich aus. Bisschen. Aber irgendwie auch stylisch. Sieht aber eher... Irgendwie sieht das für mich japanisch aus, aber... Können die wohl voll daneben liegen? Danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Das Ringchen? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Bitte erzähl mir mehr. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sick Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Deus Ex Machina. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Oh. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Mm. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja. Genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Meiner. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Willst du der Hübschen keinen Ring an den Finger setzen? Ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Aber wie viel mehr wollen wir denn sehen, ha? Huh? So, sorry, ich muss den kleinen Schnitt machen. Falls also irgendwie Zahlen anders sein sollten als eben, liegt es daran, dass ich eben die Aufnahme beendet habe und jetzt doch nochmal weitermache, kam mir leider was dazwischen. Aber gut. Aber gut. Jedenfalls dürfte hier vorne genau nämlich ein kleiner dicker Gegner sein, in den ich nicht reinrennen wollte. Hauptsache, der sieht uns nicht, denn... Moment, Vögelchen, es geht mir aus dem... Gut, scheint ihn nicht zu interessieren. Auch nicht schlecht. Ha. Jedenfalls gibt es hier irgendwo noch ein Schätzchen und ich meine nicht genau zu wissen, wo das ist, aber schauen wir mal gleich. Jedenfalls gibt es hier vorne eine Menge Gegner. Und sieht er mich nicht? Ha! Ach was, du hast den... Habe ich den nicht deinen Kopf getroffen? Meine Fresse, aber von mir aus. Auf jeden Fall, die nächsten Räume, meine ich, sind Räume, die mit ziemlich schwierig waren, zumindest für mich, aber wir werden sehen, wie ich mich hier anstelle. Bis jetzt läuft es ja eigentlich, wenn solange ich Deckung habe, geht es eigentlich. Komm. Weil ich weiß, dass sie hier von überall schießen können. Na, kommst du. Komm. Alles klar. Da unten ist noch einer. Nein, kommst du her. Bam, bam, bam. Na, komm, bisschen noch. So, na warum? Ich lebe ja noch. So, Vorsicht, da oben kommt... Ja, genau der da oben ist nämlich der schlimmste von allen, weil der hat wieder so eine Supergranate. Aber gut, das müsste es gewesen sein. So, jetzt schauen wir mal, wo das Schätzchen ist. Ich meine, irgendwo hier oben war das, ne? Gucken wir mal. Wenn ich es nicht sofort finde, werde ich mal kurz in den Guide gelupschen. Ah, da vorne, hier. Ah, alles klar. Silberne Gürtelschnalle. Klingt doch nach was. Sieht irgendwie auch... Na, sieht nicht unbedingt nach was aus, was man noch benutzen kann. Aber und Moment, nee, die Schrot will ich gar nicht mitnehmen. Weil ich mir denke... Ach, dich habe ich gar nicht gesehen. Ha, na, jetzt bist du down. Ich meine, der stand irgendwie auch ein bisschen sinnlos da, oder? Der hat ja nicht mal was gemacht. Aber ich möchte auf jeden Fall die Wumme von dem Kerl haben, weil das ist immer so ein Instant-Kill, was mir persönlich ziemlich gefällt. Die Waffe ist ziemlich stark. Macht ihren Damage. Und ich meine, fliegt doch ziemlich weit. Hat auch eine extreme Reichweite. Ist also quasi ein schönes Granatengeschoss. Hm.
sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Oh, verdammt. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Hm? Warum bleib ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Hast du was zu erledigen? Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Bei einem Kerl hätte man gesagt, er würde sich erstmal in Ruhe einkeulen. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Okay, was auch immer du hier mit dir selber machen willst. Jedenfalls, ihr seht schon, hier ist wieder ein Schlösschen angebracht. Ja, warum muss ich zweimal schießen? Kannst du nicht in Ruhe nur eine Kugel verballern, aber gut. Bam, treten wir die Tür immer auf. Und sind wir hier ganz vorsichtig, weil hier nämlich wieder einiges an Gegnern ist. Und zwar dort drinnen. Das könnte nämlich ganz schön böse sein. Oder das Ding fällt erstmal auseinander. Absolut, absolut. Und drücken wir die X-Taste, denn sonst fallen wir runter. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß nicht, ob man nur einmal drücken muss. Ich drücke sie immer die ganze Zeit, weil der Button blinkt. Blinkender Button, Button heißt drücken. So, wow, ganz vorsichtig, weil irgendwer, ja genau du, bist nämlich der Schlimmste von allen. So, ich hoffe, hier bin ich sicher vor dieser Granate. Die ist nämlich richtig i. Alles klar, alles klar. So, lebst du noch? Ja, du lebst noch. Alles klar. Der ist nämlich böse und ganz ehrlich, komm mal her. Hast du davon? Mensch, ey, das ist die größte Nervensäge von allen. Aber gut, Hauptsache, wir haben wenigstens eine Kugel noch, denn... Wenn wir, und Momentchen, so, wenn wir den Weg nämlich weiter fortsetzen wollen, müssen wir dieses Schlösschen abschießen. Das wäre sonst nämlich ein bisschen schwer, aber, na also, ich glaube sonst würde, das, da gibt es auch so eine Stelle in Uncharted 2, wo man an der Stelle ist, wo man nicht weg kann, wo man ein bisschen hängt, sage ich mal. Und wenn man keine Muni mehr hat, dann respawnt die Muni automatisch, also in eurer Waffe, ihr habt dann automatisch wieder genug Schuss, weil ihr sonst einfach nichts machen könntet. Und ich denke, so wäre es an dieser Stelle auch. Jedenfalls Kapitel 11, gefangen. Und, Moment, kann ich das noch? Wer ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Wer könnte das tatsächlich sein, ha? Jedenfalls, der Raum sieht ein bisschen ruhig aus. Aber glaubt mir, er ist böse. Der Raum hier ist wirklich böse. Hier gibt es einiges an Gegnern. Wenn die mal rauskommen möchten. Ich meine, habt ihr keine Lust heute? Hm? Wollt ihr nicht spielen? Kommt schon. Wo seid ihr? Habe ich das Spiel geglitscht? Nein, da sind sie. Auf einmal sind sie alle da und ihr seht schon. Komm. Oh Mann, genau den wollte ich abschießen. Mensch, der Raum ist böse. Da oben gibt es, glaube ich, auch noch eine Gatling-Gun irgendwo, die einer bedient. Also, der Raum hat's in sich. Der Raum hat's wirklich in sich. Ich werde hier wahrscheinlich ein paar Mal sterben, aber Momentchen. Ich möchte erstmal irgendwie in Deckung. Gut, einen Sniper werde ich definitiv gebrauchen können. Gehen wir mal kurz in Deckung. Ich möchte noch die letzte Granate abfeuern. So, alles klar. Ah, habe ich den nicht erwischt? Doch, habe ich. Sind wir ganz vorsichtig. Ich wusste auch übrigens gar nicht, dass hier eine Sniper liegt. Also das scheint auch recht hilfreich zu sein, die zu haben. Weil 5 Schuss... Wobei, ich glaube, hier liegt irgendwo anders auch eine Sniper rum. Aber gerade mit der kann ich mich hier gut verteidigen. Na komm. Na komm, zeig dich mal nochmal. Bams. Wow, wow, wow. Da vorne ist die Gatling Gun. Kann man nicht irgendwie mit dem Teil zoomen? Scheint nicht so. Ja, das ist doof. Eine Sniper, mit der man nicht zoomen kann, ist doof. Ach. Also. Wow, 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 wow. Ganz vorsichtig, ganz systematisch. Vorsichtig und in die Deckung. Sehr schön, die M4. Ich mag die M4 normalerweise mehr als die AK. Zumindest in Metal Gear zum Beispiel. Ja, mir doch egal, ich mache euch trotzdem alle fertig. Na komm, alles klar. Immer schön in die Deckung. Kann ich das eigentlich kaputt schießen? Bringt das was? Nö, ich dachte, vielleicht fällt das dann so runter, dass ich das denen auf den Kopf fallen lassen kann oder so. Aber nö, auf jeden Fall... bringt das was? Schauen wir mal, schauen wir mal. Geht da einer hoch? Nö. Sauber. Oh, 100 Kopfschüsse. Da denkt man sich immer, wenn ich so viele Kugeln verbrauche und dann im Endeffekt doch einen Kopfschuss mache, habe ich irgendwie Muni verschwendet. Aber, naja, Hauptsache die Typen sind tot, oder? Na, kommst du. Sauber. Sauber, 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 sauber. Okay, jetzt haben wir nur noch die Gatlingern vor uns. Rollen, keep rolling, 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 yeah. Oh, alles klar. Wo bist du? Da bist du. Meine Fresse, wie der schießt. Ich will noch ein bisschen näher ran und den mit der Granate erledigen. Ich glaube, das klappt... Oh, 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 Moment, bevor wir weitergehen.
Ganz vorsichtig. Nein, 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 nein! Ah, Mensch. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Dass so ein Müll dann noch passiert, ey, das regt einen dann auf. Ich meine, ganz ehrlich, kann ich... Ich versuche mal, die Waffe aufzuheben, ein bisschen. Nehmen wir mal kurz erstmal die Sniper. Snipern wir mal so viele weg, wie es geht. Und dann benutze ich nämlich am Ende den Granatenwerfer für den da. Und Momentchen, kann ich dich nicht damit töten? Na also, sauber. Hätte ich mal beim letzten Mal da schon dran gedacht. Hm. Scheint, der Schutz ist doch nicht perfekt, hm? Und jetzt nehmen wir nochmal die und jetzt ballern wir nochmal so richtig. Na komm schon. Und links oder... Oh, 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 oh. Momentchen. Aber ich sag ja, der Raum ist böse. Der Raum ist nicht der schlimmste, aber gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall zu den schlimmeren Räumen. Zumindest, wobei der Wasserraum, dieser Wasserkeller, whatever das war, den fand ich noch schlimmer. Das war bis jetzt im Spiel deutlich das Schlimmste. Ja, da hatte ich halt richtig, richtig schlechte Erinnerungen auch dran. Mein Gott. Aber gut, ich bin froh, dass es dann doch nicht so lange gedauert hat, wie ich wahrscheinlich mit gerechnet hatte. Hm. Jedenfalls in die Deckung. So, schauen wir mal. Von wo? Ja, wenn ich dann bereit bin zu schießen, dann ist natürlich keiner da, ne? Schmeißen wir mal einfach die Granate rein. Schauen wir mal, kann ja auch nicht. Oh, haben wir die Deckung weggeballert. Huh. Okay, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Da vorne, da bist du. Komm mal raus. Komm mal, lass uns spielen. Bams. Ja, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ich nicht. Und warum nicht? Weil ich eine M4 habe. So, komm her. Alter, wie sie in die Deckung rutschen, nur voll daneben. Wobei doch, achso, er hat diese Einkerbung da als Deckung benutzt, ja? Na, von mir aus. Na komm. Oh, 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 Moment, Moment. Moment, nicht Open Fire, nicht Open Fire, nicht Open Fire. Männchen. Nein, fuck, von wo soll ich? Von wo? Okay. Das ist jetzt gerade doof. Ich habe eine extrem beschissene Position. Puh, alles klar. Das war gut, dass der so schnell drauf gegangen ist. Richtig. Sauber, sauber, sauber. Haben wir's? Ich weiß es nicht. Die Mucke ist ruhiger geworden, aber nicht weg. Ja, ich habe beim letzten Mal ganz schön mit dem Revolver verkackt, aber schauen wir mal, wie es heute aussieht. Bams. Viel schöner. Ja, jetzt darf ich, ne, ich darf mich noch nicht Revolver Ocelot nennen. Der ist das Maß aller Dinge, was die Waffe angeht. Alles klar, aber ich glaube, einer ist dann noch da oben, der richtig böse nochmal auf einen wartet, ne? Ist das nicht so? Hörspiel, hä? Oder kommen sie jetzt nochmal von hinten? Ich wusste es doch. Irgendwo gibt es noch einen. Wo bist du? Wo unten bist du? Komm mal irgendwie her, dass ich dich töten kann. Ja, Mensch. Hast du davon? Meine Fresse. War's das? Nein, war's nicht. Deckung. Wo denn? Ach, da. Nein! Sag mir nicht, dass ich den Raum nochmal von vorne machen muss. Ficken. Okay, mein Fehler, mein Fehler. Ich gebe zu, ich habe mich gerade ein bisschen angestellt, aber ganz ehrlich, nee. Ich mache Ihnen einen Schnitt. Wir versuchen den Raum nochmal beim nächsten Mal, sonst kriege ich eine Macke. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und bis dann.